schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Israel, Channel 13 News vom 19. April 2019. Die Abschaffung von legaler Sklaverei hat Defizite erzeugt. Niemand ist verantwortlich für dieses Eigentum. Mit der Hilfe Gottes wird die Sklaverei zurückkehren. Die Nichtjuden werden sich wünschen, unsere Sklaven zu sein. Dies ist Rabbi Elia Gashtiel. Er ist der Vorsitzende des religiösen Seminars mit dem Namen Söhne Davids in Eli. Sklave eines Juden zu sein, ist das Größte. Sie müssen Sklaven sein. Sie wollen Sklaven sein. Das Seminar ist für Schüler der Vorbereitungen auf die militärische Ausbildung. Es ist die bekannteste und teuerste. Die meisten Studenten sind ehemalige Soldaten. Statt nur in den Straßen herumzulungern, dumm und gewalttätig und andere verletzend, beginnt nun sein Leben als Sklave. Laut Rabbi Gashtiel sind die Herren der Sklaven die Juden. Die Sklaven sind die Araber. Das wäre nicht zufällig, sondern biologisch, genetisch bedingt. Die Leute um uns herum haben ein genetisches Problem. Fragen Sie irgendeinen gewöhnlichen Araber, wo er gerne sein möchte, und er antwortet, dass er unter der Besatzung leben möchte. Warum? Weil sie ein genetisches Problem haben. Sie wissen nicht, wie man ein Land führt oder irgendetwas anderes. Schauen Sie sich Ihren Staat an. Das ist Ihre ganze Tora, eine Rassentheorie. Natürlich existiert Rassismus. Wir wissen nicht, dass es unterschiedliche Rassen gibt. Ist das ein Geheimnis? Ist es unwahr? Was können wir tun? Das ist die Wahrheit. Der Tag der Erinnerung an den Holocaust ist in zwei Tagen. Die Nazis trennten Rassen in Überlegene und Unterlegene. Und nun ist hier die hebräische Version davon. Ja, wir sind Rassisten. Wir glauben an Rassismus. Das ist richtig. Es gibt Rassen. Nationen haben genetische Charakteristika. Also müssen wir überlegen, wie wir ihnen helfen können. Rassenunterschiede sind real und ein Grund, ihnen Hilfe anzubieten. Frage: Wer erwählte sie zu entscheiden, wer überlegen ist und wer nicht? Ich sehe meine Leistungen als wesentlich größer an als seine. Rabbi Elisadan, der Vorsitzende der Söhne Davids, entschloss sich, die Vereinigung der rechten Parteien der Knesset zu führen. Rafi Peretz ist der Spitzenkandidat für das Amt des Bildungsministers. Nur ihm wurde erlaubt, zu den Studenten zu sprechen. Premierminister Netanyahu und dem scheidenden Bildungsminister Bennett wurde es nicht erlaubt. Diese Rabbis gestalten das Schulsystem Israels. Inferiority and even positive comments about Hitler. Let's just start with whether Hitler was right or not. He was the most correct person there ever was and was correct in every word he said. He was just on the wrong side.